Willkommen zu einer kleinen Runde Timolia 101s. Ja, ich hatte heute meinen ersten Schultag. Es war super. Firefly. Für die, die es nicht wissen, ich wohne in NRW. Da ist es so, dass Maskenpflicht auch im Unterricht besteht. Was ich super finde. Ich habe heute noch niemanden erwürgt, aber allein bei mir im Kurs, und ich hatte heute 4 Kurse oder so, ist schon eine fast umgefallen. Also ich würde sagen, das ist schon mal eine super gute Grundlage, wenn einfach mal eine Schülerin fast bewusstlos umkippt. So, war ein super erster Schultag. Es waren 35 Grad bei uns im Raum. Und wir hatten Maskenpflicht. Und ist es super geil, bei 35 Grad 7 Stunden am Stück eine Maske zu tragen? Also ich finde das wirklich echt geil. Und das Beste ist halt einfach, unsere Lehrer müssen sich halt einfach nicht an diese Maskenpflicht halten. Das heißt, unsere Lehrer chillen da ihr Leben und können ihre Maske straight up ausziehen. Wir müssen uns da bei 35 Grad mit Maske komplett abschwitzen. Sie juckt das gar nicht und mir war heute auch ein paar Mal so ein bisschen schwindelig zwischendrin. Hatte ich auch irgendwie das Gefühl, dass ich nicht ohne Umzufallen durch den Tag vernünftig komme. Und ich meine, eine ist ja fast umgekippt. Ich bin mir sicher, dass in anderen Klassen Leute actually umgekippt sind. Das ist so eine super Regelung. Aber ich habe irgendwie immer bei der NRW-Regierung, gerade bei dem Laschet, habe ich immer das Gefühl, dass es bei ihm so ist, wenn es ihn nicht direkt betrifft, sage ich jetzt mal. Also wenn das Gesetz, was er macht, nicht ihm einen Nachteil gibt, ist ihm ziemlich scheißegal, was für ein Gesetz das ist. Habe ich bei dem zumindest echt oft das Gefühl. So, mal schauen, wie lange der jetzt noch sein Spiel da durchzieht. Aber generell ist es teilweise, für das, was wir machen, ist es teilweise, Digga, ist der Typ jetzt 8K? Es ist teilweise so behindert, wofür wir in die Schule kommen müssen. Wenn ich mir so drüber nachdenke, Digga, was für ein Stoff wir teilweise durchnehmen in manchen Fächern. So, keine Ahnung, für LKs kann ich es ja verstehen, aber Digga, damit unser Rallye-Lehrer uns irgendwas von seinem letzten Koks-Trip erzählt. Digga, also ganz kurz, kann es sein, dass der Typ lost ist oder dass der Typ lost ist? Wollen wir mal drüber reden, wie der Typ eine 1er KD in Timolia hat? Ich kann nichts dran ändern. Also an seiner KD konnte ich was ändern, aber sonst. Digga, der Typ drückt interessant. Sehr interessant. Ach egal, der Fight ist lost, Digga. Ja, ich habe, glaube ich, eigentlich nichts mehr, worüber ich groß labern kann. Ich finde es geil, dass bei uns hitzefrei so Stunden gelegt wurden, dass ich davon absolut gar nichts habe. Und ich meine, ich finde es immer noch eine Frechheit, dass ich, wenn es im Klassenzimmer 35 Grad sind, ich eine Maske tragen muss. Weil die Sache ist halt einfach die, wenn ich eine Maske bei 35 Grad tragen muss und unsere Lehrer dann sagen, ja, aber wir müssen ja keine Maske tragen. Und das ist dann, die das Scheiß, den Scheiß juckt. Das finde ich halt geil. Und tut mir leid, dann lieber irgendwie in der Zeit, wo wir 75 Grad haben, und sonst Masken tragen müssen. Tut mir leid, dann soll man halt die anderthalb Wochen oder sowas, die es so warm ist, dann machen, dass man halt nur noch Halbunterricht hat in der Zeit, dass man dann den Unterricht, die Klasse splitten kann. Und Digga, was ist er? AFK. Sorry, jetzt habe ich auch keinen Nerv mehr zu warten. Dass man dann halt die Klasse splitten kann, auf entspannt. Ja, und wir haben heute erfahren, dass wir auch unsere Vor-Abi-Klausuren, die 5 Stunden lang gehen, mit Maske schreiben müssen. Und im Zweifel auch unsere Abi-Klausur. Und tut mir leid. Ich würde wenigstens in der Klausur gerne atmen können und meine Brille beschlägt mit Maske. Das heißt, ich würde gerne neben Atmen auch in der Klausur gerne sehen können, was ich schreibe. Aber das ist irgendwie, der Regierung ist das eine Nummer zu hoch, weil ich meine, das wäre ja viel zu einfach, wenn die Schüler in der Klausur lesen könnten, was die Aufgabenstellung ist. Also, nee, wirklich. Also ganz ehrlich, wenn dieser Affe von Laschet Kanzlerkandidat wird, dann wandere ich aus. Leute, das ist jetzt mal ernsthaft der Typ, der war ja aber auch der Held, der beschlossen hat, einen Alleingang hinzulegen mit der Schulöffnung. Er hat ein Instagram-Video dazu damals gemacht, das fand ich ziemlich nice. Er hat gesagt, dass kein Bundesland einen Alleingang machen sollte und dass NRW die Schulen vor allen anderen öffnet und gegen den Willen aller anderen. Ich weiß nicht, wo das kein Alleingang ist, aber hey, ich meine, Denken ist für den Typen wahrscheinlich sehr schwer. Und by the way, ich hoffe, dass meine Klimaanlage nicht zu laut reinschallert, weil die ist im Hintergrund noch an. Bitte, ich will den Typen bekommen. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like auf das Video da, einen
komme ich auf das Video da, abonniert mich, aktiviert die Glocke, folgt mir auf meinem Twitch, aktiviert da auch die Glocke und teilt den ganzen Stuff, würde mir helfen. Denkt dran, wenn wir dieses Jahr 500 Abos schaffen, was ich bei meiner bisherigen Erfolgsquote für dieses Jahr bezweifle, dann habe ich euch versprochen, werde ich den Amerika-Vlog richtig geil schneiden, so geil wie ich es halt kann. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao. Alter, dann hol dir einen runter.